Und da macht es... Puff! Moin und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Nach einem unfassbaren Alkoholexzess sind wir jetzt hier im Hotel aufgewacht. Diese letzte Folge da am Ende, das war das witzigste bisher im ganzen Spiel gewesen. Unglaublich. Wir sind einsatzbereit. Und dann können wir jetzt eigentlich die Befreiungsaktion durchführen. Dann holen wir den Typen jetzt auf jeden Fall noch aus dem Gefängnis, würde ich sagen, den einen. Wer hat mein Pferd umgeparkt? Wer war das? Ich habe mein Pferd da drüben angebunden. Warum ist es jetzt plötzlich hier? Irgendein magischer Mann hat mein Pferd... Mein UFO-Jäger umgeparkt. Ich frage mich, ob man nach Blackwater kommt. Wir wissen, ob es wie in dem ersten Teil aussieht. Naja, vielleicht erfahren wir das ja heute sogar noch. Mal gucken. Ich reite jetzt auf jeden Fall mal zurück. Vorsicht hier, Klippe. Nicht runterspringen. Tödlich. Oh, warte, da war Blut. Jetzt habe ich das auch mal gesehen. Das ist ja ein Bein, warte mal. Was zur Hölle? Was ist das? Offensichtlich irgendein Tier, oder? Fährte folgen, R1. Sollen wir es mal machen? Warum eigentlich nicht? Wäre ja nur das nächste Fell. Was wir dann wieder nirgendwo ablegen können. Okay. Wow. Also das war eindeutig kein Tier. Also ich glaube nicht, dass Tiere sowas machen. Look on my works. Oh nein, das ist bestimmt wieder so ein Serienkiller-Typ. Egal, wir lassen das erstmal. Wir merken uns das mal für später, würde ich sagen. Das ist bestimmt auch so ein Secret wieder. Ich blick da jetzt nicht so richtig durch, wo ich hin muss. Was ist denn jetzt los? Ah! Ey, ey, ey! Seid ihr irre? Aua, ey! Ihr Schweine! Ah, was war denn das jetzt? Überfall, ey! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Tod! Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aus heiterem Himmel geht das plötzlich los. Naja gut, ich müsste mich jetzt eigentlich wieder am Hotel zurücksetzen. Du bist bestimmt der Erste, der das gefunden hat. Das glaube ich nicht. So oft, wie man hier durch dieses Gebiet laufen muss, bin ich bestimmt nicht der Erste, der das gefunden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, hier haben sie mich wieder abgesetzt. Ich wollte jetzt eigentlich zu unserem Lager. Genau, ich muss in die andere Richtung. Das ist ja fies gewesen gerade. So, aber jetzt bin ich ja vorbereitet. Das wird bestimmt nochmal getriggert gleich. Dann ziehen wir doch jetzt gleich mal die Langwaffe. Kommen sie hier wieder aus dem Gebüsch? Die Schweinchen? Die Kleinen? Yep. Yep. War das jetzt nicht hier? War doch hier, oder? Nee. Okay, komisch. Jetzt kommt's wieder nicht. Jetzt wird's nicht getriggert. Merkwürdig. Merkwürdig. Oder ich bin jetzt wieder einen anderen Weg geritten. Das kann natürlich auch sein. Okay. Nächste Mission. Ich würde jetzt ja den Typen gerne noch aus dem Knast rausholen, ehrlich gesagt. So. Ach so, Moment, der ist schon auf der Map markiert, kann das sein? Warte mal. Da. Mika Bell. Selig sind die Sanftmütigen. Dutch hat dich gebeten, Mika aus dem Gefängnis in Strawberry zu befreien. Genau. Dutch hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Sean von den Kopfgeldjägern zu retten, die ihn in Blackwater gefangen halten. Wollen wir das erstmal machen und dann nach Blackwater? Ich markiere den jetzt erstmal hier so. Da waren wir nämlich noch gar nicht in der Gegend. Können wir das mal machen? So, dann machen wir das auch. Kann ja wieder auf mein Pferd gehen.
Ich dachte nicht, dass das schon so aktiv wäre, die Quest. Ich dachte, ich müsste es jetzt erst nochmal triggern, aber die Quest war tatsächlich schon aktiv. Und mein Pferd steht jetzt hier gerade so halb in dem Pfosten drin. Ich sollte mal wieder was essen. Mein Leben ist irgendwie nicht so hoch. Essen wir mal ein paar Dosen Pfirsiche. Genau, mein Pferd kann auch nochmal was kriegen. Genau. Sehr schön. Genau, genau. So, dann reiten wir mal los. Auf geht's. Ab nach Blackwater. Geilste Stadt ever. Das machen wir danach. Wir befreien jetzt erstmal den Mika aus dem Knast und danach reiten wir nach Blackwater und schauen uns mal diese Kopfgeldjäger-Quest an. Auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder in ein neues Gebiet. Also da waren wir jetzt vorher noch gar nicht gewesen. Bin ich mal gespannt. Ja. Und Arthur stimmt uns zu. Nicht schlecht. Also kürzen wir mal hier ein bisschen ab, ne? Ups, war denn das? Irgendein Tier habe ich, glaube ich, gerade niedergeritten. So, schön hier rüber, genau. Gucken, wie weit das auch ist. Das sah schon ziemlich weit aus auf der Map. So, mein Pferd ist schon langsam wieder am Darben. Verbundenheit gesteigert, jawohl. Jetzt hat es auch wieder ein bisschen mehr Ausdauer, genau. Gesundheit auf Stufe 8 erhöht. Das kann nicht verkehrt sein. Und Ausdauer auf Stufe 6 erhöht. Dann ist mein Pferd jetzt nicht mehr so schnell aus der Puste. Blackwater ist die modernste Stadt. Ah, dann gibt es da bestimmt auch ganz viel mit Dampf, oder? Mit Dampffabriken und sowas. Was ist denn jetzt hier? Ach ja, hier war ja der Typ, der angegriffen wurde. Warte mal, dem helfen wir jetzt mal. Moment, ich brauche eine Waffe. Please help me. Wölfe. Nein, doch nicht das Pferd anvisieren, Mensch. Schieß doch. Mann. Okay, jetzt aber, oder? Okay, warte, ich glaube, mein Pferd will gerade so ein bisschen tänzeln. Aber wir haben es geschafft, oder? Wir haben dem jetzt geholfen. Kann ich mein Pferd irgendwie... Okay. Mein Pferd will irgendwie gerade... Mein Pferd macht irgendwie gerade nicht das, was ich will, so richtig. Ah, jetzt. Hat gerade Angst gehabt, glaube ich. Gibt der mir jetzt auch mal was? Hallo? Ich hab dir gerade das Leben gerettet, Junge. Na toll. Tolle Wurst. Aber warte mal, die Wolfspelze, die kann ich doch mitnehmen bestimmt. Kann ich doch bestimmt häuten. Bleib mal stehen. Halt. Stopp. Gucken wir mal. Jawohl, da können wir doch was machen. Guck mal. Jetzt muss Ritzi weggucken. Oh nein. Ah. Das ist schon echt sehr drastisch dargestellt, wenn ich das mal sage. Ja, so ist die Perspektive definitiv besser. Wolfsfell schlecht. Na toll. Wolfsherz habe ich auch gleich direkt bekommen noch. Dann nehmen wir den ja auch noch mit. Achso, Moment. Ich muss das ja aufs Pferd ablegen erstmal. Warte. Verstauen. Ob ich zwei Wolfsfälle mitnehmen kann? Schön hinten als Decke draufgelegt, als Pferdedecke. So, dann häuten. Schon wieder Wolfsfell schlecht. Aber wenigstens habe ich Großwildfleisch. Vor allem, Wolf ist doch kein Großwild, oder? Ist das Großwild? Verstauen. Da ist mein Pferdearsch jetzt wenigstens sehr schön warm. Huftata und weiter geht's. Ab nach Strawberry. Mal gucken, ob ich da die Felle verkaufen kann. Vielleicht finde ich ja auch irgendwann mal mein Bärenfell wieder, was ich in meinem Lager abgelegt habe. Dann könnte ich das vielleicht dann auch mal dort verkaufen. Mal gucken, wenn es da einen entsprechenden Fleischer gibt, der das auch entgegennehmen kann.
Toll, aber der Typ hat mir jetzt gar nichts gegeben irgendwie, ne? Also das war jetzt so, ich helfe dem und irgendwie habe ich davon nichts. Aber wahrscheinlich steigt davon meine Ehre. Wenn ich den Leuten so helfe in solchen Situationen. Das kann natürlich sein. Nein, nicht schon wieder, oder? Stimmt derselbe. Ja, ich helfe ja schon. Ist ja okay. Was? Wo? Wo ist er denn? Da ist er. Here I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. Annehmen, ja komm. Ich muss ja eh dahin, dann kann ich den auch mitnehmen. Führe den Mann nach Strawberry. Shall I hop up there on the back with you? Ja, komm. Your legs work, don't they? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. Ja, dann komm halt drauf, komm. Los. Muss ich den jetzt echt hinterherlaufen lassen? Oh Mann. Ja, da kann er den auch wirklich hinten drauf lassen. Also jetzt muss ich ja auf den warten. Der kann ja nie so schnell hinterher rennen, wie mein Pferd rennen kann. Na egal, ich versuch's mal ein bisschen zu traben. Das habe ich mir so gedacht. Ich kann ihnen doch überhaupt nicht hinterherlaufen. Hey, da hinten kommt doch einer angeritten. Bei dem kannst du doch mitreiten. Quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub. The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all. More fool me. Now I'm tromping through the leaves and the muck with some cowboy. No offense. Diese Animation von den Pferden ist halt auch so gut gemacht, ne? Die sehen richtig gut aus. Wie die sich so verhalten auch, ne? Wie sie sich mal schütteln und so. Das ist definitiv richtig cool. Ja gut, dann kannst du ja von hier aus eigentlich alleine laufen, mein Freund. Wie es schnaubt auch das Pferd, ne? Ist schon schick gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Wir sind close to town. Wir sind fast da und du, Knabe, du bremst mich hier ganz schön aus. Ich wollte eigentlich ganz schnell nach Strawberry reiten. Jetzt habe ich dich hier am Hals. Ich verstehe nicht, dass er ihn nicht einfach aufsitzen lässt. Ah, okay. Wir sind schon da. Alles klar. Strawberry. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Mhm, okay. Na gut. Alright. Keep that in mind. Ich sollte mal meine Waffe wegstecken, oder? Ja, warte mal. So. Nicht, dass ich jetzt hier gleich direkt wieder negativ auffalle, wenn ich mit gezogener Waffe und dann mit einem versehentlich gelösten Schuss da reinreite. Okay, dann Schlachter, wir liefern jetzt gleich erstmal die Felle ab, dann kriegen wir gleich auch ein bisschen Geld. Ein Eichhörnchen! Hey, so, abstäuchen. Ach so, ich kann das auch vom Pferd aus, warte mal. Nee, nicht zielen, warte. Hä, Katze? Nee, nicht die Katze. Schlachter, genau. Kann ich nicht? Warte mal. Ich steig nochmal ab. Irgendwie stimmt das gerade wieder nicht. Jetzt geht's. Verkaufen. Wir haben 2 schlechte Wolfsfälle, genau. Was? Nur 60 Cent gibt's dafür? Na toll. Okay. Dann, würde ich doch mal sagen, was ist hier eigentlich am wertvollsten von den Sachen, die ich habe? Irgendwas bringt ja richtig viel hier anscheinend. Das Herz eines Wolfs kann verkauft werden. Ja, verkaufen wir mal. So. Okay. Sehr gut.
Und nun müssen wir unseren Kollegen befreien aus dem Knast. Mal gucken, wie schwierig das wird. Da ist der Jail. Ich sollte erstmal mein Pferd festbinden. Vielleicht hier. Oh Gott. Ah! Nicht doch jetzt durchdrehen hier. Stopp! Nein, nicht. Pferd anbinden. So, jetzt. Schön einparken. Schön entspannt. So, einen Moment. Ich brauche doch noch die Waffe. Da. Genau. Sehr schön. Jail. Ab in den Jail. Kann ich da jetzt einfach so reinmarschieren mit der Knarre und den einfach rausholen? Wahrscheinlich nicht, oder? Da sind doch bestimmt Wachen drin. Und bestimmt müssen wir dann noch erstmal irgendwie da wieder rauskommen. Ich sollte vorher noch was essen. Kekse. Mehr Kekse. Ja, mehr Kekse. Ja, mehr Kekse. Sehr gut. Wunderschön. Und nun gucken wir mal. Mal schauen, wie weit wir hier jetzt kommen. Oh ja, da sind einige Leute drin. Hallo, Sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Como O'Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough. When we hang him. Was? Die wollen den aufhängen? Oh Gott. Dann müssen wir den aber ganz dringend da rausholen, ne? Und zwar ganz, ganz dringend. Let me out of here, you maggots. Finde und rede mit Mika. Ah, der ist hier unten drin, oder? Ja, da ist er. Mika. Arthur, Arthur. Hello, old friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? Nah. I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Okay. Wir müssen den irgendwie da rausholen. Steam donkey over there still works. Dampfwinde? Sollen wir das jetzt so machen, dass wir da die Dampfwinde dran connecten, dann einfach die Mauer einreißen? Das wäre natürlich lustig. Ich glaube, es läuft darauf hinaus. Yes. Jawoll! Jawoll! Ein stilechter Gefängnisausbruch wird das jetzt. Vor allem ist auch geil, dass die eine Dampfmaschine direkt mit einem Haken neben dem Gefängnis stehen lassen. So, das muss man auch erstmal drauf haben, so als Stadtverwaltung auch. Kann ich das jetzt aktivieren einfach? Nein, will ich ja nicht. Ich will das anmachen. Hebel greifen. Also ich will nicht dich anmachen, mein Freund. Ich will die Dampframme anmachen. So, los! Zieh! Zieh! Ah, jawohl! Und da macht es... Puff! Das war mal eine Aktion, nicht schlecht. Und jetzt schnell weg. Wer ist das denn? Oh, krass. Ah, okay. Halstuch aufziehen. L1. Ah. Moment. Da müssen wir es mal wieder gucken. Genau, hier. So. Oh Gott.
Ah, oh, wie viele Leute schießen denn da, um Gottes Willen? Schnell entdeckt. Nein, geh doch da weg, du Idiot. Warum blockst du mich denn? Großer Gott. Duck dich doch, Mann. Duck dich doch. Scheiße. Oh Gott, ich glaube, hier komme ich nicht mehr lebend raus. Da, nicht auf ihn schießen. Stirb. Oh Mann, nein, renn doch nicht dazwischen. Geh weg, geh in Deckung, Mann. Gottes Willen, ey. Das ist echt wieder so ein Experte hier, der Typ. Wir müssen, glaube ich, nur noch den einen da rechts gehen. Geh weg! Stell dich nicht in den Weg! Alter! Oh, ich hasse die NPCs. Ich habe sie schon immer gehasst. Ja, sehr gut. Das war gut. Schießt sie. Oh Gott. Nein! Ah, fuck. Geh in Deckung. Duck dich! Nein! Komm hoch. Fuck. Jetzt habe ich ihn. Ich muss mal wieder was essen, glaube ich. Moment. Cracker. Sehr gut, okay. Ich glaube, sonst mache ich das hier nicht mehr lange gleich. Oh, wie er geht mir einfach so dazwischen, weißt du? Das kann ich gar nicht haben, sowas. Er läuft einfach so rein in den Schuss. Das ist so, weiß ich nicht. Das sollte er nicht tun. Da unten sind sie. Yes! Oh, ist noch einer da. Links ist noch einer. Da! Ey, warte doch! Nicht vorrennen! Oh Gott, wie der immer vorrennt. Ja. Das war gut. Da drüben sind welche. Das war gut. Ja, nice. Ah, von hinten kommt noch irgendwas. Glaube ich. Warum rennen wir eigentlich nicht zu meinem Pferd und hauen einfach ab? Nur mal so blöd gefragt. Oh Gott, krass. Kann ich noch mal was essen? Warte mal. Bevor wir da jetzt gerade weitermachen. Nur mal schnell einen Cracker reinziehen. Ich muss hier, glaube ich, stehen bleiben, oder? So richtig machen kann ich jetzt gerade nichts. Wow! Der hat irgendwie ihn erschossen gerade. Ja, okay. Warte doch, renn doch nicht so rum! Oh Gott. Ah. Da. Ah, das war gut. Okay, ja, schnell zum Pferden. Los. Okay, das war gut. Da ist irgendwo noch einer. War jetzt noch einer hier? Okay, er ist auf dem Pferd drauf. Ich gehe jetzt auch auf mein Pferd drauf. Es ist hoffentlich mein Pferd. Ja, es ist mein Pferd. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Schneller, schneller, schneller. Ja! Okay, sauber. Schnell weg, schnell weg. Okay, spannend ist das aber. Bleib. Da! Ah. Ah, der ist ja. Oh. Ich drehe mich jetzt nicht um und schieße auf den, wer weiß. Oh, vielleicht sollte ich es doch machen. Okay. Das war gut. Jawohl. Wie mein Pferd guckt, ey. Alter Vater. Ein bisschen entsetzt. Oh mein Gott, was passiert um mich rum? Was passiert um mich rum?
Spielbär, nur so ein Tipp für eine Schießerei. Du kannst Dead Eye aktivieren, dadurch kannst du viel besser zielen. Aber frag mich nicht, wie man das aktiviert. Ja, toll. Das ist natürlich schon mal ein guter Fingerzeig, aber wenn ich nicht weiß, wie man das aktiviert, dann bringt mir das erstmal jetzt nicht so viel. Ne? Aber wir haben es ja geschafft. Es gibt ja auch so ein leichtes Auto-Aim. Das wäre sonst, glaube ich, nicht möglich ohne das. Oh, puh. Ich gebe meinem Pferd erstmal was zu essen. Hier eine Karotte. Ah. Und ich gebe mir selbst auch nochmal was zu essen. Cracker. Jawohl. Ach komm, wir essen jetzt noch mehr. Dosenerbsen. Boah, was ist das da hinten? Da ist der Blitz eingeschlagen. Habt ihr das gesehen? Na Wahnsinn. Was ist das? Ein Fuchs? Das ist ein Füchschen da. Nicht schlecht. Und jetzt auch noch ein Sturm hier. I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. Living it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny. Habt ihr es gesehen? Der Blitz ist in meinen Kopf eingeschlagen. Why you act all sour? Sehr gut. Well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? Right, listen. I'm sorry, but we're family now. Wie er schießt auf den Fuchs. Warum sollte ich auf den schießen? Der hat ja nichts gemacht. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. Die Wölfe vorhin haben jemanden angegriffen. I'm heading back to my little camp, run back a strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back. Und jetzt nach Blackwater. Bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Ja. Okay, Kompendium aktualisiert, Zweitholster. Ach, kann ich jetzt zwei Waffen tragen? Ja, stimmt, guck mal, ich habe jetzt links und rechts eine Pistole, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Die Shotgun habe ich jetzt vorne dran. Selig sind die Sanftmütigen. Okay, sauber, dann haben wir das jetzt erledigt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal schnell auf die Map und dann mache ich mir mal einen neuen Wegpunkt. Denn jetzt geht es, wie versprochen, nach Blackwater. Das ist, glaube ich, hier drüben, oder? Das war hier, oder? Ich glaube schon. Genau. Blackwater. Dann geht's da jetzt direkt hin. Legen wir uns direkt gleich mit Kopfgeldjägern an da. Nicht schlecht. Ist das hier der Grand Canyon? Ah ne, okay, das sah so tief aus. Das ist nicht der Grand Canyon. Oder es ist der Anfang vom Grand Canyon. Das kann natürlich sein. Ich versuche mal hier abzukürzen. Ne? Der Weg führt mich zwar da so rechts rum, aber ich versuche jetzt einfach mal so hier so ein bisschen durchzugehen. West Elizabeth. Kopfgeld $85. Hier kommt man doch bestimmt wieder hoch, genau. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt auch erstmal wieder diese Folge Red Dead Redemption zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Red Dead Redemption. Bis dann, ciao, ciao.